Die Messe-News werden präsentiert von Telsonic. Das sind die Fakuma Messe-News mit den Highlights der Aussteller. Auch bei Engel steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus des Messeauftritts. Die Österreicher zeigen mit der Herstellung von dekorierten Monomaterial-Lebensmittelverpackungen und dem Verarbeiten von Regranulat aus Labelabfällen eine Prozesskette ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Dabei feiert die 4200 kN Baugröße der Engel eSpeed Spritzgießmaschine ihre Weltpremiere. Die Packaging-Anwendung kombiniert extremes Dünnwandspritzprägen mit der Etagenwerkzeugtechnik. Vollständig automatisiert produziert hierfür eine eSpeed 42090 mit integriertem In-Mold-Labeling abfüllfertige Margarinebecher im Spritzprägeprozess aus Polypropylen. Henkel präsentiert auf der Messe die neue Dosiermaschinengeneration DM502 mit dem neu entwickelten Mischkopf MK825 Pro. Durch die Verbesserungen bietet die neue Anlage höchste Prozessstabilität bei der vollautomatischen Verarbeitung und Dosierung von Dichtungsschäumen, Klebstoffen und Vergussmassen. Dadurch erzielt sie eine hochwertige Abdichtung, Verklebung oder Versiegelung von Bauteilen. PureLoop, ein Unternehmen der EREMA-Gruppe, stellt seine iSAC Evo-Serie vor. Diese Shredder-Extruder-Kombination etabliert sich dank hoher Flexibilität für die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien, einfache Bedienung und geringem Wartungsaufwand immer stärker als effiziente Recyclinglösung in der Spritzgießproduktion. Der leistungsstarke Material-Allrounder wurde speziell für das Recycling unterschiedlicher Materialvarianten und Formen konzipiert. Ermöglicht wird dies durch die einzigartige Zuführungstechnologie, eine Kombination aus Doppelschiebersystem und Einwellenzerkleinerer. Efficiency meets Sustainability, so lautet das Motto von Krauss Maffei auf der Fakuma in diesem Jahr. Dabei setzt das Unternehmen bewusst auf eine rein digitale Präsentation seiner Exponate und möchte sich ganz auf den Kundenkontakt konzentrieren. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen wirtschaftliche Systemlösungen für die Medizintechnik, Logistikverpackungen, Technical Appliances und Leichtbau. Dabei liegt das Augenmerk auf Output-Maximierung, hoher Produktqualität, Reduktion der Lebenszykluskosten sowie die Sicherstellung der Nachhaltigkeit. Auf dem BOI-Messestand wird erstmals eine BOI-Kühlwasserverteilung mit elektronischer Durchflussmengenerfassung präsentiert. Die eingestellte Durchflussmenge wird digital erfasst und auf dem Maschinendisplay angezeigt. Sollmengen und Toleranzen können eingestellt, angezeigt und überwacht werden. BOI plant diese Funktionalität im Standard bei all seinen Spritzgießautomaten mit Steuerung ProKan Alpha 4 einzusetzen. Optional ist zusätzlich zur Durchflussmenge eine Temperaturanzeige mit Prozessdatenüberwachung verfügbar.